Jetzt zeigen wir Ihnen endlich mal wieder ein ganz normales Alltagsauto. Ja, das ist es zumindest für die, die ihn fahren, die ihn gekauft oder besser noch bezahlt haben. Aber es ist nur eine einfache Zahl. 911. Das Wichtigste zuerst. Nicht, dass jemand denkt, wir hätten das Lager gewechselt und sind in die PS-Protzer-Fraktion übergelaufen. Wir erlauben uns die Vorstellung des neuen Porsche GT3. Dieses Modell ist eher eine Art Rennwagen mit Straßenzulassung. Dreh- und Angelpunkt ist klar der 4 Liter Saugermotor. Der Boxer leistet unverändert 510 PS und er darf das auch weiterhin zeigen. Denn die aktuellen deutlich verschärften Abgasnormen konnten abgefangen werden durch die Feinstaubfilter und 4 Katalysatoren, überarbeitete Zylinderköpfe, schärfere Nockenwellen vom GT3 RS und strömungsoptimierte Einzeldrosselklappen sowie der optimierte Ölkühler. Damit ließen sich die Umweltschutzauflagen erfüllen. Es gibt ihn mit dem bekannten 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und nach wie vor als Handschalter. Für viele Käufer ist wichtig, zu den oberen 300 zu gehören. Meint, mit maximal 313 km/h Spitze fahren zu können. Naja, zumindest das Auto könnte das. Zur Optik, und da muss man erklären, nein, das ist kein Shishi. Denn bei solchen Leistungsdimensionen kann ein kleines Detail große Wirkung entfalten. Aerodynamische Optimierungen gab es am Frontdiffusor, an der Buglippe und bei den Finnen am Unterboden. Ebenso am Heck, Diffusor, Lufteinlässe und Heckdeckel sind neu gestaltet. Der Heckflügel hat jetzt angewinkelte Sideplates. Damit beschleunigt der neue 911er GT3 nun mit PDK in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht nur 311. Mit gekonntem Handschalten in 3,9 Sekunden und eben auf 313 Spitze. Tja, so kennt man ihn. Neu ist allerdings eine Doppelstrategie. Zum 25-jährigen Jubiläum startet der neue GT3 erstmals zeitgleich in 2 Varianten. Als rundstreckenaffiner Sportwagen mit Heckflügel und als dezentere Variante mit Touring-Paket. Denn ohne den feststehenden Flügel bewahrt er die wirklich zeitlos schöne Linie eines 911ers. Für Anpressdruck sorgt dann ein ausfahrbarer Heckspoiler mit Abrisskante, der sogenannte Gurney Flap. Innen gibt er sich dann nicht so puristisch, sondern mit gemütlicher Lederausstattung und dem gewohnten Porsche-Ambiente. Die zweite kleine Sensation. Anstelle des Extras, hinten verschraubter Überrollkäfig aus Stahl, gibt es für die Touring-Version erstmals eine optionale Rücksitzanlage. Vermutlich weiß Porsche, warum da im Text nichts von Rücksitzen steht. Würde wohl falsche Erwartungen wecken und ein Pseudo-Rennwagen als Viersitzer? Naja, beim CO2-Fußabdruck könnte man da ja auch durch 4 Personen teilen und beim Preis ebenso, wären dann 52.250 Euro pro Person. Macht dann eben 209.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Den Steuerberater wird's freuen.